So, schönen Abend zusammen. Wir spielen nach Ewigkeiten jetzt mal wieder Life is Strange. Das ist sehr laut bei mir. Ich drehe mal ein bisschen runter. So. Ich glaube, so ist ganz gut. Denn mir wurde gesagt, ich soll mir einen Tag aussuchen in der Woche, an dem ich streame. So fest. Games. Nicht mit Studiogästen oder sonst wie, sondern wo ich Games streame. Und Donnerstag ist mein langer Tag. Ein langer Abend, je nachdem, wie man das sehen will. Und deswegen streame ich jetzt regelmäßig Donnerstagabend aus meinem mittlerweile eingerichteten Büro. Ich muss nur gucken, wo ich die Kamera hinstelle. Noch gefällt mir das nicht so richtig. Aber es wird. Und wir haben vor Ewigkeiten Life is Strange angefangen mit True Colors. Und heute spielen wir weiter. Mal schauen, wie weit wir heute kommen und was uns widerfährt. Ich glaube, ich habe nicht mitten im Kapitel aufgehört, sondern irgendwo am Anfang. Schauen wir einfach mal. Und hoffen wir, dass jetzt keiner reinkommt. Vorhin stand nämlich plötzlich einfach jemand in meiner Tür. Alex, die Badin. Zu ihren Diensten. Zeit loszuziehen. Ah doch, ich habe irgendetwas zu tun. Genau, es ist Labzeit, stimmt. Es ist Labzeit. Duckys Geschenk dafür, dass ich seinen Whisky gefunden habe. Es ist ein einzigartiger Ausdruck der Dankbarkeit. Ich find's cool, irgendwo. So, benutzen. Ach so, ich glaube, dann kann ich hier einfach chillen und Dinge machen. Überlass es mir, Gabes Fahrrad bei der ersten Fahrt zu schrotten. Wenigstens hatte Ryan was zu lachen. Oh, da liegt was. Eines Tages höre ich auf, ein Gammler zu sein. Aber für den Moment bin ich einfach nur dankbar. Alex, ich weiß, dein Angebot, Miete zu zahlen, zu schätzen. Nimm dir ein paar Monate, um dein Sparschwein zu füllen, dann können wir reden. Okay, cool. Dann gehen wir mal runter. Findet ihr mein Bild zu dunkel? Ich weiß es nicht. Bin mir irgendwie noch nicht so sicher. Ich brauche von dir jetzt keine Aufmunterung oder so. Okay. Vielleicht war das jetzt nicht die subtilste Idee, aber Gabe hat sich so auf das Lab mit dir gefreut. Ich wette, er würde wollen, dass du mitmachst. Ich will ja auch mitmachen. Es ist nur. Was war blau gleich nochmal? Trauer? Wir arbeiten so hart. Und wenn ich nicht glücklich bin, sind alle enttäuscht. Muss komisch sein, dass ein paar Erwachsene dich dazu drängen wollen, ein Kostüm anzuziehen und so zu tun, als hättest du Spaß dabei. Ja, ganz besonders meine Mom. Sie guckt die ganze Zeit so traurig, weil ich so traurig bin. Aber ich kann nicht einfach so tun. Ja, wenn man keinen Bock hat, so zu tun, als wäre man glücklich, dann muss man das auch nicht machen. Es ist völlig okay, auch negative Emotionen zuzulassen. Naja, dann tu halt nicht so. Sei du selbst. Oder du selbst mit Schaumstoffschwert und komischem Helm. Aber was, wenn es mir trotzdem, naja, keinen Spaß macht? Dann ist es halt so. Ist auch okay. Niemand wird enttäuscht von dir sein, weil du bist. Passt das auch unter euch?
Wenn die reden viel, dann dürfen die auch ein bisschen lauter sein als sonst. Aber ich mache es nicht allein. Du musst mir helfen. Natürlich. Wunderbärchen. Freut mich. Schön, dass ihr da seid. Was gut in dem Game ist, ich muss nicht so viel reden. Die reden sehr viel. Fëanor, der Monsterjäger. Dem Himmel sei für eure Ankunft gedankt. Ich bin auf der Suche nach einem großen Helden. Könntet ihr das sein? Erzählt doch von euren Heldentaten. Da gibt es so einige. Vielleicht kann meine Bardin ja etwas über mich singen. Oh, sicher. Kraken finde ich gut. Jahr um Jahr fraß ein Krake die Stadt, bis unser Fëanor ein Speer geworfen hat. Oh Gott. Das ist ja furchtbar. Ihr müsst also die Bardin Elwyn sein, deren Lieder magische Kräfte haben. Mir scheint, als wäre oh nein, genau böse Welt, Aldi-Werbung. Mein Name ist König Tabor. Das Zeitalter der Monster kam über mein Königreich. Furchtbare Kreaturen wandeln umher und mein Volk lebt in ständiger Angst. Aber es gibt noch Hoffnung. Denn eine uralte Prophezeiung besagt, dass drei Seelenjuwelen uns alle retten können. Ihr müsst losziehen, um sie zu suchen. Dabei den Gefahren trotzen und mir die Juwelen bringen. Habt ihr verstanden? Klar. Ja. Gut. Dann zieht los. Sofort. Mein Volk verlässt sich auf euch. Ja, ich wünsche, man könnte die Werbung komplett ausschalten. Sollen wir mit der Hauptstraße anfangen? Au. Okay. Aber das geht nicht. Zeit, ein paar Juwelen zu finden. Ich habe eine Nachricht auf meinem Telefon. Wir haben geöffnet, sagt der Blumenladen. Wir wissen, dass viele von euch im Vorfeld des Frühlings florale Bedürfnisse haben. Was sind denn florale Bedürfnisse? Entschuldigung. Also werden wir trotz des Events auf der Hauptstraße bis jetzt geöffnet. Ist doch super. Okay. Achtung, Monsterjäger. Dies scheint das Resultat eines interdimensionalen Risses zu sein, der eine Floristin aus einem anderen Universum in unsere Welt gebracht hat. Alter, das klingt wie unser Plot. So ein bisschen. Oh Gott, ich bin froh, dass du Spaß hast, Liebling. Oh, süß. Das ist schon cute. Also. Oh, so, kurz meinen Charakterbogen hier. Was kann ich denn? Was kann ich nicht? Oh Gott, mein Stuhl ist irgendwie runtergerutscht. Diese Hydraulik-Dinger. So. Ich lasse den Stream auf dem zweiten Bildschirm auf und schaue so teilaktig zu. Also du lügst. Du, ich glaube nicht, dass unsere liebe Jumani hier reintrollt. Sie weiß ja, sonst kommen, was? Juri und Ilja? Sie weiß Bescheid. So, egal. So, du bist wirklich Alwyn? Erkennst du mich etwa nicht? Oh, ja, natürlich. Es ist lange her seit Carneris. Genau. Das waren gute Zeiten, ha? Huh? Abgesehen von den Spinnen. Ja. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Das ist irgendwie voll das schöne Bouquet. Soll ich nochmal mit dem Dude reden? Nee, wir laufen jetzt rum. Wo sollen wir nur danach suchen? Wir sprechen denke, mit Menschen. Das wissen wir nicht. Es ist ein echtes Abenteuer. Oh. Okay, mit dem kann ich nicht reden. Komm ich denn hier raus? Oh, meine Mausbewegung ist echt schnell, leider. Eine Schriftrolle. Ist das eine Schriftrolle? So, lesen. Schriftrolle der Heilung heilt Gesundheit für dich und deine Verbündeten komplett, entfernt alle negativen Statuseffekte, Gift, Lähmung etc. kann nur einmal eingesetzt werden. Was ist das? Alte 4 ist ein anderes Spiel. Es ist eine magische Schriftrolle, die wir in Kämpfen einsetzen können. Oh, cool. Lass uns so viele wie möglich finden. Soll ich eigentlich mal wieder Alte 4 spielen? Habe ich jetzt schon lange nicht mehr gespielt. Okay. Es ist ein Wolf. Ein Schreckenswolf.
Scheiße, was machen wir jetzt? Ich glaube, wir müssen kämpfen. Okay. Das ist sehr witzig gemacht. Witzig? Ich kann noch Magie, oder? Ergreifende Hymne. Verdoppelt Thanos nächsten Angriff. Vier Schaden. Das ist super witzig gemacht. Das ist echt cute. Zwei Schaden. Wer bin ich? Achso, ich bin hier Alex. Magie! Wir machen das nochmal. Das finde ich super, super lustig. Hat er nur noch zwei? Abfahrt! Oh, er hatte nur 8. Oh. Lame. Das war jetzt einfacher als gedacht. Oh, ist das süß. Oh, cool. Ich habe einen magischen Angriff. Ein Schaden für Verbündete? Ich bin lieber nett zu Thanor. So, wir lesen. Fängt 3 Schaden für Gegner, einen für Verbündeten, kann einem pro Kopf. Na gut. Cute. Komm, wir gehen weiter. Voll schön, dass sie sich so Mühe geben für ihn. Was denkst du, wofür der Schlüssel ist? Vielleicht kann man damit etwas in einem dieser Läden öffnen. Ärgern wir. Wie können wir sicher sein, dass er tot ist? Sollen wir ihn kitzeln? Hör auf. Bleib ernst. Sorry, Ryan. Es war Selbstverteidigung. Ich hätte ihn gern geärgert. Oh mein Gott. Das ist super lustig. Also vielleicht liegt hier ja noch irgendwas rum. Finden wir irgendwie noch eine Schriftrolle oder so? Ja, dieses Spiel ist so wund. Die Wasser im Wasser? Oh, ich kann nicht ins Wasser. Weder ins noch ans Wasser. Wie geht's euch allen? Sieht aus, als sei die Black Lantern Teil des LARPs. Das wäre natürlich fantastic. Ist es grauenhaft. Oh Gott, ein Rätsel, okay. Wie lautet das Rätsel? Es soll 3 von ihnen geben. Helden, längst tot. Geformt zu Seelenjuwelen. Blau, violett und rot. Wie lauten die Namen? Fürchtet der Täuschung Not. Woher sollen wir das denn wissen? Gute Frage. Sehen wir uns doch mal nach Hinweisen um. Ich kenne diesen Typen. Er ist einer von Steffs Mitarbeitern. Witzig. Dann gehen wir doch mal in die Taverne. Das Blut. Oh, ein Terminkar. Hä? Du hast da wohl was fallen lassen, Diane. Upsi. Okay. Da macht jemand eine Verhaltenstherapie. Wow. Was hat es damit auf sich? Ich würde liebend gern in einem Laden namens Die Durstige Möwe arbeiten. Willst du einen Blick reinwerfen? Ja. Lass uns reingehen. Randale. Was ist hier passiert? Voll der Halloween-Plot-Twist jetzt hier. Weitere Überlebende. Geht's euch gut? Tja, das war nicht mein erster Monsterangriff. Ich kenne einen oder zwei Tricks zur Flucht. Okay. Erkennt ihr diesen Schlüssel?
Der gehörte Barry, dem Tavernenbesitzer. Dort drüben liegt noch sein Bein. Oh. Falls ihr also alle Schlösser ausprobieren wollt, wird er euch bestimmt nicht aufhalten. Mal sehen, was es hier so gibt. Krüge. Steph hat sich ja voll ins Zeug gelegt. Das ist tatsächlich viel Mühe. Sehr, sehr cute hier. Ew. Harter Tag für Barry, den Tavernenbesitzer. Oh, Soup. Feanor, hast du das gesehen? Das muss es sein. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Wir haben den lilanen. Eingeschafft. Noch zwei. Das war gar nicht schlecht, oder? Jetzt bin ich Hausbade? Sorry, Steph. Alwyn ist glücklich mit ihrem derzeitigen Job. Ja, eine Münze. Die nehmen wir mit. Kann man bestimmt brauchen. Das kann ich bestimmt auch brauchen. Ich weiß nicht, wie gut ich auf der Gitarre bin. Es liegt echt viel Zeug rum. Die räumen echt nicht gut auf. Was ist mit dem Rest des Notenblatts passiert? Geht's bestimmt irgendwo. Yeah, new skill acquired. Aber nur die Hälfte. Hier kann ich nicht reingehen. Also, es ist eh die Männer-Toilette, aber egal, ich kann da nicht reingehen. Gesucht, Poster. Ja, dachte ich mir schon. Das Königreich hat ernste Probleme. Oh Mann. Ich glaube, Ducky hat das fallen lassen. Okay, hat er das? Junge, dem ist jetzt ein Bär angemalt. Oh nein. Die haben den Bären angemalt. Na geht doch. Das muss das Rätsels Lösung sein. Ja, das sieht einfach aus Belenira Desin. Könnt ihr euch das merken? So, liebe Zuschauer, merkt euch mal diesen Namen bitte. Gestaltet. Das ist wichtig. Belenira Desin. Voll schön. Ich will keinen Döner. Lawrence wird wohl einen neuen Unternehmensberater brauchen. Ups. Lawrence wird wohl einen neuen Unternehmensberater brauchen. Okay. Das ist super cute. Und irgendwie, das Kind interessiert sich nicht für die Sachen, die hier rumfliegen. Naja, nicht so wild. Achso, wir haben noch das Monsterlexikon. Ich habe alles gedacht. Sie ist unglaublich. Ja, die Frau hat anscheinend echt zu viel Zeit. Achso, ich kann nicht reingucken. Na gut. Sie ist unglaublich. Und die Warnung habe ich nicht gesehen, jetzt oder? Nicht drumherum, oder? Hast du die Warnung okay. gesehen? Rückblickend betrachtet, war es ganz offensichtlich ein Köder. Wild, nein, ah, oder? Aus. Ciao. Super cute. Sieh dir mal an, was ich in der Truhe gefunden habe. Ja, noch eine Schriftrolle, fantastisch.
Lesen. Schriftrolle der Gewandtheit. Plus einmal ausweichen. Du und deine Verbündeten weichen dem nächsten Angriff aus. Kann nur einmal eingesetzt werden. Nicht schlecht, Thanor. Oh, Telefon. Kann mir jemand sagen, warum alle auf der Hauptstraße aussehen, als wäre ein Mittelaltermarkt explodiert? Was bedeutet das? Ich wollte das sehen. Oh, armer Mike. Fantastisch. So, so gut. In so einer kleinen Stadt kann man das machen. Einige Sachen da drin waren echt interessant. So. Also, mal wie sie rumgucken. Okay, viel weiter können wir ja eh nicht. Zeig sie ihm, Ethan. Ich bin Thanor. Könnte da etwas in der Gasse sein? Selbstverständlich, sonst würdest du es wahrscheinlich nicht anschauen. Oh, da liegt was. Toter Typ. Ja. Psst, sie sind hier. Mein Geliebter wurde vom Flussmonster da drüben erschlagen. Wo? Durch die Gasse. Dort. Beim Fluss. Vorsicht vor dem Flussmonster? Psst. Super, super niedlich. Oh Gott. Er spielt jedes Monster. Eine Art Schlange? Sieht so aus. Das ist ein Necker. Macht dir nix. Es ist niedlich, oder nicht? Ich meine, sie ist schon ganz. Ach Gott, stimmt. Oder? Das ist schon wieder so lange her, ich habe keine Ahnung mehr, wie die Viecher heißen. Was laberst du da? Was laberst du da? Oh Gott, mach mal einen Clip, ey. Ja, kämpfen. Egal. Bekämpfen wir sie halt. Jetzt kriegen wir wieder diesen tollen Screen, hoffe ich. Bitte. Ja! Oh, finde ich das gut. Verstimmter Akkord. Ein Schaden. Ein Schaden und du stehst für die nächsten zwei Runden in Flammen. Zwei Schaden. Ich brenne immer noch. Ergreifende Hymne. Verdoppelt Thanos nächsten Angriff. Vier Schaden. Was bringt es, dass es in Flammen steht? Gift. Oh, frech. Ich bin vergiftet. Ich brenne immer noch. Zieht das Gesundheit ab? Giftschaden. Schriftrolle der Heilung. Thanor und ich haben wieder volle Gesundheit. Alle negativen Statuseffekte sind weg. Ich weiß nicht, ob das dann so ist wie bei Pokémon, dass man dann einfach immer noch, Ergreifende Hymne. Verdoppelt Thanos nächsten Angriff. Dass man dann immer noch vergiftet ist und das Pokémon dann halt langsam stirbt. Flammklinge! Zwei Schaden und du stirbst für die nächsten zwei Runden in Flammen. Frech. Ich brenne immer noch.
Ne, machen wir erst hier. Jetzt erstmal Alex wieder mit Magie und das hier. Ergreifende Hymne. Verdoppelt Venus nächsten Angriff. Flammklinge. Ach Quatsch, ich will das andere nehmen. Egal. Hab ich nicht aufgepasst hier. Das ist nicht mal tot. Immer noch nicht. Zwei Schaden. Ich meine immer noch. Bringt das überhaupt was, dass der brennt? Irgendwie nicht. Ergreifende Hymne. Verdoppelt Venus nächsten Angriff. Vier Schaden. Ist jetzt eigentlich kaputt? Ja, es sieht danach aus. Mehr Beute. Okay, lassen wir mal ein paar Ohren bluten. So, neue Fertigkeit erlernen, klasse, Bade. Furchtbare Dissonanz. Oh, 3 Schaden kann nur einmal pro Kampf eingesetzt werden. Schön. Warte. Was ist das? Ja, so kann man es natürlich auch machen. Einfach hinstellen. Ist völlig okay. Sieht aus wie eine Drachenschuppe oder sowas. Vielleicht hat sie magische Kräfte. Wir sollten sie behalten. Ja. Bist du traurig, dass wir die Schlange töten mussten? Nee, ist okay. Ja, da ist das Rest von Minuten. Du hast verloren den USB-Stick. Das hat ja nicht lang gedauert. Oh weh. Oh Gott. Ich kann's kaum erwarten, Monster mit meiner hypnotischen Musik zu lähmen. Na schön. Das ist doch nett. Und super aufwendig, keine Ahnung. Voll gut. So, lauf mal halt hinten rum. Ah! Es gibt kein Verstecken, Schriftrolle. Nee, man. Juhu, nochmal. Das, was wir schon mal hatten. Schön. Kommt man hier nicht durch? Och, Menü. Na gut, hat sich auf jeden Fall gelohnt, hier hinterzulaufen. So, wen sieht man eigentlich alles am Sonntag? Zum Weihnachtsstream. Wir spielen Make It Meme. Wir haben die Flussschlange besiegt. Hab Dank, Abenteurer. Aber ihr solltet die Leiche vielleicht lieber wegschaffen. Füllt sich das? Yes, nice. Ach, da steht's ja auch sogar auf Deutsch. Fantastic. Dein Schild. Ernst? Wenn Monsterhorden angreifen, sind Apotheken doch am wichtigsten. Nein. Bist du enttäuscht? Ich dachte, dass ich endlich reingehen könnte. Süß. Alles in Ordnung? Ihr wirkt recht... grießcremig. Ich habe die Zusammensetzung von Sonnensilber vergessen. Ihr kennt sie nicht rein zufällig? Wenn wir es rausfinden. Die hochtrabenden Helden haben wohl besser. Ich wette, im Plattenladen gibt es was Cooles. Ganz genau. Ich will eigentlich noch das Rätsel lösen. Warum hat mich keiner erinnert, dass wir eigentlich noch dieses eine Rätsel offen haben und ich schon wieder den Namen vergessen habe? Muss ich die eintippen oder wird mir was vorgeschlagen? Oder ich muss gar nichts machen? Bereit zu antworten? Ich sage es gern nochmal. Es soll 3 von ihnen geben. Helden, längst tot. Geformt zu Seelenjuwelen. Blau, violett und rot. Wie lauten ihre Namen? Fürchtet der Täuschung Not. Die Namen lauten... Ach gut, ich habe eh nur hier 2 Sachen, na gut. Die Antwort lautet Nira, Desis
und Belin. Ihr habt das Rätsel gelöst. Euer Preis? Ein Hinweis. Lauscht auf. Um zu bestechen den tödlichen Trollunhold, müsst ihr zahlen 4 Münzen aus Gold. 4 Münzen. Verstanden. Ich glaube, wir haben 3. Noch etwas. Für des Verses Lösung. Yay. Ist von mir noch einen klimpernden Lohn. Können wir noch ein Rätsel hören? Miss. Sorry. Für ein zweites Rätsel fehlte mir der Mut. Ich würde gern die Münze aufheben. Die Mütze aufheben. Nein. Nicht schlecht, Thanor. Ich kann mit dir jetzt nicht interagieren. Doch jetzt. Münze. Nehmen. Danke. Mann, so, jetzt haben wir 4. Irgendwie steht hier immer echt viel das Wasser dafür, dass das Wetter eigentlich immer ganz nett ist. Niemand weiß meine Arbeit zu schätzen. Niemand. Ich hätte gern die Rolle, aber ich glaube, die muss ich mir erst. Muss ich wahrscheinlich erst verdienen. Bitte zweimal klopfen. Nur zu. Monster oder Mensch? Mensch! Herein! Bitte entschuldigt das Schloss. Wir leben in gefährlichen Zeiten. Willkommen im Elster-Emporium. Oh, das ist also ein Zauberladen? Hey, ich schau mich mal ein wenig um, okay? Okay. Mal sehen, was Steph mit dem Laden angestellt hat. Viel offensichtlich. Er schmiedet das Himmelschwert der Macht. Ach ja, als klassisch ausgebildete Bardin muss ich sagen, die Musik ist nicht schlecht. Der sieht richtig echt aus. Naja. Golems, Gebühr zum Erwecken nicht enthalten. Oh, Steph. Ob man sowas trainieren kann? Okay. Nicht garantiert. Na gut. Einige Helden stehen bestimmt auf Barden mit fancy Gitarren. Aber schön, dass Thanor einen besseren Geschmack hat. Unbezahlbar, oder was ist das Angebot? Man kennt's. Oh, Katze. Warnung. Katze ist verflucht. Nicht streicheln. Ja, dafür brauche ich keine Warnung. Aber wieso? Sie ist doch schwarz und nicht orange. Ja, ich will ziehen. Wofür brauche ich Erkenntnis? Trifft das auf Ryan zu? Hoffentlich. Situation, Optimismus, okay. Steph ist echt super. Ja, das trifft ganz gut zu. Ich wünschte, die Dinge würden aufhören, sich dauernd zu verändern. Zur Abwechslung. Wäre schon nett. Ach. Meine Fresse. Surreal. Der Teufel. Du hattest recht, Gabe. Ich bin ein Superheld. Ups. Ach, jetzt juckt mir der Rücken. So. Ugh. Ups. Aber der Tod kann auch was Gutes tatsächlich sein im Tarot. Das ist halt alles immer Auslegungssachen, ne?
Zaubersprüche. Echt niedlich, Steph. Kann man diese Zauber kaufen? Nur für Mitglieder der Magiergilde. Verzeiht. Ich will die Katze streicheln. Ja, dafür brauche ich keine Warnung. Dann nicht. Nee, darf ich was? Oh Gott, habe ich mich jetzt erschreckt. Noch mehr Gitarren. Oh, die Schmiedenrolle. Wie denkt sich Steph nur all diese Namen aus? So. Eisengoblin als Feuerbruder, das kann man sich doch definitiv merken für Sonnensilber, oder? Ich kann mir das merken. So, noch mehr Gitarren. Ich würde gern eines dieser Bardeninstrumente ausprobieren. Dafür müsst ihr einen privaten Termin vereinbaren. Toll. Das werde ich. Gar nicht ominös. Mhm. Schön. Oh, wow. Steph sieht ja mega aus. Ich wette, wir sollen hier etwas kaufen. Der Seelensaphir ist hier und steht zum Verkauf. Warum kostet der 10.000 Gold? War ich zu großzügig? Er kostete ursprünglich 20.000, aber... Nein, ich meine... Vergesst es. Vielleicht... Die Schriftrolle des Vorteils überspringt also den Zug des Gegners. Meine hypnotische Fuge tut das im Prinzip doch auch. Ja. So. Würdet ihr erwägen, uns den Saphir zu geben? Im Austausch für etwas sehr viel Wertvolleres. Meine Hand. In der Ehe. Mit allen verbundenen Vorteilen. Oder hat irgendwie die Synchron nicht mehr zur Lippenbewegung gepasst? Ach, Spiel. Ich meine... Oh Mann! Ihr seid ja voll drin! Alex hat verstanden, wie zu ihr funktioniert. Ich sei nicht versucht, wäre gelogen. Aber ich kann das leider nicht annehmen. Vorerst. Frech. Frech. Wir brauchen den Saphir unverzüglich für unsere Quest, das Zeitalter der Monster zu beenden. Ich hörte von einem magischen Fisch. Der Legende nach lebt er im Fluss der Sorgen. Wenn ihr mir eine seiner Schuppen bringt, erhaltet ihr von mir den Saphir als Belohnung. Haben wir die nicht schon? Eine magische Fischschuppe. Beeindruckend. Nun... Hier ist mein Teil der Abmachung. Ich dachte irgendwie, der wäre rund. Na gut. Nur noch ein Juwel übrig. Fast geschafft. Also ist da ganz bestimmt ein Troll bei der östlichen Brücke. Denkst du, wir können einen Troll besiegen? Ja, könnte sein. 3 Gold, bitte. Nee, doch nicht. Oh nein. Ah, egal. Da ist gekauft. Ich will zurück. Ich weiß nicht, was ich mit dem Trollstaub machen soll. Ich hätte einfach nur die 4 Münzen nehmen sollen. Naja, wurscht. Umso lustiger wird's vielleicht. Admin! Moderation, bitte! Ich brauche hier einmal Mod. Warte mal, das kann ich doch selber machen. Habe ich das irgendwo hier offen? Ich denke immer noch über diesen Wandhändler. Da, da, da. Der Schmied, der ein Schwert herstellt? Ja! Ja, einmal weg. Einmal löschen und blockieren, bitte. Typ mit Glötze. Was ist das denn für ein Name? Oh, er ist wütend. 1,
zwei, drei. Ich kontrolliere mich. Das ist ein Buch für verdammte Kleinkinder. Dankeschön. Nichts ist besser, als sauer auf dein Buch über Wutmanagement zu werden. Immer diese merkwürdigen Bots, ey. So, da kann ich ja gar nicht lang. Wie Riley wohl mit dem USB-Stick vorankommt. Oh, okay, ich kann nicht über die Straße laufen. Mit dem Jogger. Der Lauf war so super. Ich bin stolz auf mich. Wow. Freut mich für Sie. Stört es dich, wenn ich kurz hier reingehe? Ich muss meine, Danke. Mitgliedschaft in der Badengilde erneuern. Ja. Okay. Weird. Ich muss sagen, warum ist da keine Bank vor dem Laden, aber direkt um die Ecke ist ja eine. Oh, hallo. Was ist hier los? Vielleicht frage ich Riley mal, wie es mit dem USB-Stick läuft. Also spendet Eleanor die ganzen Dekorationen. Süß. Hat das mit dem Stick geklappt? Nein, noch nicht. Das wird Stunden dauern, wenn wir Glück haben. Oh. Wenn du es dir ansehen willst, es läuft auf dem Computer im Büro. Aber fass bloß nichts an. Okay. Ich bin dir so dankbar, dass du das für uns machst. Du musst mir nicht danken. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Ja, da, ganz ehrlich. Die Ablenkung tut mir gerade richtig gut. Ist irgendwas los mit Eleanor? Ich habe erfahren, dass Oma krank ist. Sie hat Alzheimer. Oh, wow. Das haben wir doch alle schon mitgekriegt, hä? Egal, lass uns über was anderes reden. Wie geht Mac eigentlich? Ich habe ihn ewig nicht gesehen. Ach, der ist hier irgendwo. Aber schämt sich zu sehr, um sich zu zeigen. Er hilft Oma jetzt noch öfter. Er will bestimmt wieder mit mir zusammenkommen, aber das ist mir egal. Ich bin froh, dass er hier ist. Willst du noch aufs College gehen? Nein. Ich habe abgelehnt. Oma meinte, ich soll es nicht tun, aber sie braucht Hilfe. Das war die richtige Wahl. Du weißt nie, wie viel Zeit dir mit jemandem bleibt. Oh. Alex. Lass uns später reden. Ich sag Bescheid, wenn es was Neues gibt. Danke nochmal. Ich dachte, ich soll mir das anschauen. Ist doch nicht. Doch, ich guck mir das jetzt an. Ohne das anzufassen. Riley hat schon 300 Seiten gelesen. Muss gut sein. Ich werde das so krass nicht anfassen.
Na gut. Na gut, das ist viel. So. Eleanor muss es gegen den Strich gehen, dass sie die braucht. Na gut, was willst du machen? Für das Frühlingsfest. Die sind wirklich super schön. Ich habe jetzt einen Job. Ich könnte tatsächlich etwas spenden. Ist ja noch ein busy Zeit. Na gut. Geh hin. Schauen wir mal. Ich frage mich, was wir bei der Brücke der Blumen finden. Ja, wir sind doch schon hin unterwegs, oder nicht? Immer dieser Stress. Witzig. Toll. Er kommt. Er hat ein Seelenjuwel. Guck mal. Gefällt euch mein Gürtel? Er besteht aus Menschenhaut. Was denkst du, sollten wir tun? Gut, wir werden ihn noch bestechen können. Trollstaub. Bestäubte Trolle werden überaus freundlich. Eine Prise pro Troll. Wagt es ja nicht. Besucher, ich liebe Besucher. Kann ich euch etwas bringen? Ein Glas Sumpfwasser? Schneckenchips? Wie wär's mit dem Juwel? In deinem Gürtel. Sonst noch was? Wir sind auf einer Quest. Kannst du uns vielleicht irgendwie helfen? Ich könnte euch beibringen, zu kämpfen wie ich. Bitteschön. Gut, dann sich es auch gelohnt, diesen Staub zu kaufen, weil wir haben jetzt immer noch eine Münze. Das war im Endeffekt billiger. So. Schön. Das war einfach. Sag doch etwas Nettes. Über uns beide. Du tust alles, was du tust, mit viel Bedacht und größter Sorgfalt. Ja. Und du? Siehst tief in die Herzen der Menschen. Doch das hält dich nicht davon ab, an sie zu glauben. Zählt mich so ein bisschen mein Job. Der Troll ist ein Emo. Genau. Wow, der Troll ist ein Emo. Echt. Na gut. Das ist alles, was wir brauchen, oder? Kommt gern wieder vorbei. Jederzeit. Wir haben alle drei. Oh Gott. Ja, vielleicht das nächste Mal. Gewinne die Schlüssel des alten Gnomes. Ach, stimmt. Geh zurück zum Park. Ach so, steht ja alles hier. Wir können jetzt zurück zum König. Ja. Okay. Außer noch zum Gnomen. Der Troll war furchteinflößend. Gebe ich zu. Ist doch keine Schande. Nur eine Tatsache. Selbst nachdem du den Staub benutzt hast, hat er mir Angst gemacht. Ich weiß meine Arbeit zu schätzen. Wir haben noch Münzen.
Sollen wir die aus... Es ist wirklich cool, wie viele Leute Steph davon überzeugt hat, mitzumachen. Hey, wir haben die Komponenten für Sonnensilber gefunden. Es sind Eisen, Goblinerz und Feuerpuder. Mhm. Schön. Hab eine weitere Schriftrolle. Cool. Irgendwie hing das. Naja, egal. Sehe ich mit den beiden hier, kann ich irgendwie mit denen interagieren? Hey, hey! Was läuft denn hier? Zu beschäftigt zum Reden. Tut mir leid. Hau sie um! Was? Gott sei Dank, Ethan ist wieder ganz der Alte. Was für ein toller Junge. Ethan liegt wirklich vielen Leuten am Herzen. Gibt es hier nur ein Kind in dem ganzen Dorf? Na gut, es gibt hier auch nicht so viel. Aber trotzdem, der Gnom war... War er der Gnom? Wer war denn der... Doch, er war doch der Gnom in der Bar. Also die Cutscene hätte man sich auch sparen können. Ihr seid zurück. Ja... Erzähl ihm von unserer Quest. Wir beide beenden das Zeitalter der Monster endgültig, damit ihr nicht weiter in Angst leben müsst. Ist das so? Dann gebe ich euch etwas, das nützlich sein könnte. Danke. Na toll. Die wäre vorhin am Fluss wirklich hilfreich gewesen. Stimmt. Naja. Wir sehen uns noch ein bisschen um. Hallo Ulti. Habe ich jetzt die Gunst des Gnoms? Steht das hier? Nein. Nein. Wie kann ich das da oben aufmachen? Ah, geh zurück zum Park. Okay, hat gestimmt. Dann gehen wir wieder. Lasst euch bloß nicht pressen. Okay. Wir versuchen unser Bestes. I guess. Das ist, wie okay. Der Kleine sich freut. Zurück zum Park. Gerüchte besagen, die Schlange sei tot. Stimmt. Sorry, wir müssen zurück zu unserer Quest. Oh, hier kommen wir gar nicht lang. Aber gibt's hier irgendwas? Nö. Wrong way, wrong way. Du. Ein Dollar. Hat Ethan das fallen lassen? Wo ist er denn? Hat Ethan das fallen lassen? Oh mein Gott, das ist meine Mom. Taynor, der Monsterjäger. Ihr seid endlich gekommen. Erinnert ihr euch an mich von euren vergangenen Abenteuern? Du bist Noteria, der Waldgeist. Ihr habt eure Quest gut gemeistert. Der Wald ist beeindruckt. Er hält eine Belohnung für euch bereit. Seht nur, dort. Ein Schwert. Fancy Pansy. Der Haarreif ist voll schön. Den hätte ich auch gern. Brauch mehr Hörner-Haarreifen. Das Himmelsschwert. Das Himmelsschwert der Macht. Es ist genauso wie in meinen Comics. Es hat den Knauf und den gleichen Griff und diesen Teil für die Juwelen. Wie haben Sie das gemacht? Kann ich es wirklich nehmen?
Aber setze es bitte nur für Gutes ein. Um anderen zu helfen und so. Okay. Voll schön. Das erklärt, warum die Steine nicht rund sind. Okay. Cute. Ja, das Spiel war vorher noch nicht Fantasy genug. Nein. Ich kann ja jetzt ein paar. Damit sei die Prophezeiung erfüllt. In unendliche Macht ist Fenor gehüllt. Oder so ähnlich. Och nö, jetzt kommt echt noch ein. Oh. Das ist auf jeden Fall sehr gut gemacht. Vor allem halt so noch mit der Fantasie des Kindes zu spielen und so, und dass man das dann genauso sieht. Ist schon schön. Hat überhaupt nichts mehr mit dem ursprünglichen Spiel zu tun, aber ich finde es sehr gut gemacht. Nehmen und die Juwele. Frech. Sturmbringer, der Untote. Ich hätte wissen müssen, dass du König Tabor warst. Ihr Narren, ihr habt die Juwelen, die ich brauche, gesammelt und sie direkt zu mir gebracht. Wir sind so weit gekommen, wir können ihn besiegen. Jetzt gib sie mir! Wir spielen immer noch Life is Strange. Glaube ich. Oh, das wird immer geiler. So, was mache ich denn jetzt hier? Okay. Sie ist jetzt nicht mehr mit der Maus. Was soll denn das so? Magie. Ja, das sieht viel gut aus. Ja, so ist das ja auch. Und ich finde das auch super, wenn das dann. Wenn man die. Ich weiß ja nicht, wie viel Leben der hier hat. Wenn man dann wirklich auch seine Fantasie so einsetzt. Ich finde das einfach fantastisch. So. Aua. Okay, das hat schon einiges weggenommen. Was haben wir denn hier? Schriftrolle des Vorteils. Ich hab vergessen, was sie macht. Du haust die Dinge raus, ich habe keine Ahnung. So, wir wollten mal vor Ewigkeiten D&D spielen in der Gruppe und dann habe ich mir das Basisset gekauft und dann sind wir nie dazugekommen. Fantastisch. Jeder kann auch Magie. Flammklinge. Warte mal, ich habe doch auch einen Angriff. Ich war
nee, Baldur's Gate bin ich absolut raus. Ist überhaupt nicht meins. Danke, Ulti. Frech. Verflucht sei dieses Feuer! Was kann ich denn eigentlich alles? Das hier. Hypnotische Fuge. Gelebt von der schönen Musik. Schöne Musik. Verflucht sei dieses Feuer! Ergreifende Hymne. Unheiliger Blitzsturm. Wer sich mir widersetzt, stirbt. Aua, frech. Was haben wir denn noch Lustiges? Schriftrolle der Gewandtheit. Ich will bestimmt gleich sagen, was sie macht, oder auch nicht. Ergreifende Hymne. Um. Oh je, Ulti. Oh, wir haben ihn erledigt. Fantastisch. Das ist so schön gemacht, auch wenn es überhaupt nichts mehr mit Life is Strange zu tun hat, aber es ist so schön. Frech. Oh, wo kommt denn das her? Ich will auch diesen Sticker. Emote. Frech. Ich kann nicht fassen, was gerade passiert ist. Fantastisch. Das, achso, ich kann die Maus wieder benutzen. Der letzte Kampf war episch. Ja, aber das Beste war, als wir... Okay. Hat Angst. Boom. Und wieder raus aus der Fantasy-Welt. Gabe ist tot. Gabe ist tot wegen mir. Es ist meine Schuld. Ich habe Gabe getötet. Ich habe Gabe getötet. Ich habe Gabe getötet. Hat er doch nicht. Er ist jetzt für immer verstört, ne? Jemand braucht Therapie. Oh ja. Hör mir zu. Du bist nicht schuld. Wirklich. Du kannst nichts dafür. Okay? Warum geht die Mutter nicht hin? Oh, egal. Ist ja schön, dass sie da ist. Weiß, worum es geht. Hier drüben. Hey. Ich finde ihn auch super. Danke fürs Kommen. Na klar. Hat Ethans Vater ihn schon abgeholt? Ja, sie sind eben. Ja, bei uns ist so schlimm, ich war vorhin kurz einkaufen und ich wollte dann wieder in mein Auto steigen, neben mir hat ein Auto geparkt und mir hat so die Tür aufgerissen, dass es fast gegen das andere Auto geknallt wäre. Ich hatte richtig Schiss. Ja, ich will eigentlich auch gar nicht raus. Ich hab echt Angst. Bisschen. Los. Aber cool ist es trotzdem. Also, wenn man drin ist und das hört und so, das ist schon nice. Also, ich mag Wind. Wenn es nicht so hart regnen würde, so viel, dann wäre das eigentlich auch ganz, ganz cool. So, an sich. Aber dadurch sind auch meine Pläne auf dem Weihnachtsmarkt gestorben. Ich wollte mich bloß bedanken. Ethan hat das gebraucht. Ich auch. Ganz ehrlich, am Ende hatte ich, glaube ich, genauso viel Spaß wie er.
Er hält viel von dir, weißt du? Nach all dem bist du sowas wie seine Heldin. Er ist mein Held. Wie kreativ er ist. Du musst echt stolz auf ihn sein. Er war so aufgeregt, als du mit dem Schwert aufgetaucht bist. Ich denke, das galt eher dem Schwert. Vielleicht. Aber ich denke, dass er glücklich war, dich in seiner Welt zu sehen. Es tut mir leid. Mir geht's gut. Gott, Alex, beachte mich nicht, okay? Es ist nur echt viel los. Das stört mich nicht. Gar nicht. Möchtest du reden? Ist wirklich lieb, aber mir geht's gut. Danke fürs Vorbeikommen. Wir sehen uns auf dem Fest. Charlotte, ich sehe, dass etwas... Jetzt wird sie wütend. Nein, verdammt, hörst du nicht zu? Scheiße. Das war nicht okay. Wo kam bloß diese Wut her? Oh, süß. Hat aber noch was? Was habe ich denn hier nicht gelesen? Ach, hier. Versuch's, Shrek. Es sieht echt so aus, als würde Charlotte voll in ihrer Kunst aufgehen. Ja, irgendwie ist die Hand gerade voll durch sie durchgeglitscht. Nicht den Stein umschmeißen. Okay, also die Kraft entwickelt sich auch weiter, dass sie auch das Innenleben der Person sieht. Das finde ich schon spannend. Ey, soll ich mir auch ein Nasenpiercing stechen lassen? Ich dachte eher an Herrn Septum. Wieso? Mu? Was denkt ihr? Soll ich das machen? Ihre Wut ist so intensiv. Vielleicht gibt es hier etwas, das mir zeigt, warum. Gay, das ist deine Schuld. Warum hast du mir beigebracht, wieder jemanden zu brauchen, nur um mich dann zu verlassen? Das ist immer schlecht. Man sollte nie in eine Abhängigkeit verfallen, in einer Beziehung. Alex, es ist deine Schuld. Alle lieben dich. Aber ich kann dich nicht ansehen, ohne daran zu denken, wie beschissen alles ist, seit du aufgetaucht bist. Puh. Beschützen. Warum konntest du es nicht?
Sie ist so wütend auf alle um sie herum. Aber da ist noch was anderes. Wahrscheinlich sie selbst. Vielleicht. Oder die Firma. Was stimmt nicht mit mir? Ich darf diese Gefühle nicht zulassen. Wann bin ich zu so einem verfluchten Monster geworden? Du bist wütend auf Ethan. Du gibst ihm die Schuld. Ich bin eine schlechte Mutter, Alice. Charlotte. Harter Tobak. Kostet nix. Allerwichtigste im ganzen Universum für mich. Und ich hasse ihn. Es hat immer nur mich und ihn gegeben. Es hat so lange gebraucht, zu lernen, damit auszukommen. Und das tat ich. Und dann kam Gabe. Ich kann damit umgehen, Ryan zu hassen. Oder dich. Oder sogar Gabe. Aber Ethan? Wenn er nur gehört hätte, wäre Gabe noch am Leben. Boah, ich kann das voll nachvollziehen. Nichts davon macht dich zu einer schlechten Mutter. Ganz gleich, was du fühlst, du gibst Ethan immer das, was er braucht. Und nur das zählt. Nichts davon zählt, verdammt! Er ist tot! Und ich wünschte, ich wär's auch. Diese Wut bringt sie noch um. Und es gibt nichts, was ich sagen kann. Was, wenn ich ihr die Wut irgendwie nehmen kann. Schon spannend, wie sehr sie sich abhängig gemacht hat von Gabe im Endeffekt. Nope. Ich kann das. Ich kann ihr ihre Wut nehmen. Mein Ego sagt, ich kann das auch. Mit ihr machen. Und mit mir. Selbst wenn ich es kann, sollte ich es tun? Ist es jetzt so eine krasse Spielentscheidung, ob ich das mache? Ja. Boah. Ja, also auch die anderen Teile waren richtig heftig harter Tobak. Ich weiß nicht, ob du da dabei warst, wo es halt auch um... ihr wisst es ja, Life is Strange ist immer irgendwo mit einer Triggerwarnung, aber halt auch hier, wo es halt auch um Missbrauch ging und ja, Betäuben und die Situation ausnutzen, Suizid, es war ja da irgendwie auch immer alles dabei. Boah, was mache ich denn jetzt? Na, schade. Ist sie in Ruhe, hat sie halt immer noch die Wut. Wir könnten natürlich warten, bis sie halt von selber verfliegt. Nehmen wir sie ihr, dann kann es natürlich auch sein, entweder dass wir wütend werden, ich weiß nicht, wie dieser Übergang funktioniert, und sie dann einfach nur in eine Trauer verfällt und vielleicht auch dieses dass sie dann vielleicht halt doch weiter ihre Suizidgedanken ausbaut. Ja, am Ende ist es ein Rollenspiel. Wie würde dein Charakter entscheiden? So wie ich jetzt Alex einschätze, würde sie ihr die Wut nehmen.
tatsächlich. Schauen wir mal. Erstmal ohnmächtig werden. Alex? Alles okay. Ist bei dir alles okay? Ja, ich denke schon. Scheiße. Verwirrung. Bin ich ausgerastet? Es tut mir leid, Alex. Ich wurde irgendwie überwältigt. Sicher, dass alles gut ist? Ja, ich denke schon. Ich stand wohl neben mir. Das passiert offenbar, wenn man nicht schläft. Ich habe meine Skulptur zerstört. Es wirkt so verrückt hier drin, aber ich fühle mich... Wie fühle ich mich? Verwirrung. Befreit. Hey, geh nach Hause. Du bist erledigt. Okay, ciao. Ganz ernst, mir geht es gut. Ich sehe dich heute Abend. An ihrer Stelle würde ich erstmal eine Tasse Tee trinken oder so. Das ist ja sehr wild hier. Von den Illuminati geführt? Das erklärt das verschwörerische Dreieckige. Andere Frage. Wer sollte mein Love Interest werden? Steph oder Ryan? Ich glaube nicht, dass man beide daten kann. Gelogo. Boom. Code geknackt. Hey. Alex. Und? Wie lief die Sache mit Charlotte? Weißt du, ich glaube, sie würde wollen, dass es zwischen uns bleibt. Sorry. Natürlich. Muss dir nicht leid tun. Also, bitte sag mir, dass der USB-Stick alle Geheimnisse von Typhon enthüllt. Nö. Noch nicht, aber Alex. Wir haben eine Aufnahme von Gabes Anruf gefunden. Das sollte ich mir wohl anhören. Oh Gott, jetzt bin ich echt gespannt, was er gesagt hat. Ich mag diesen Sticker mit der blauen Quietscheente. Ich hätte den auch gern. Wenn ihr den irgendwo seht, sagt mir Bescheid. Ich muss es wissen. Wir sind für dich da. Kann ich noch Tab? Ja. Guck mal hier. Ich habe eine Nachricht von Ethan. Okay. Okay. Wir hören jetzt die Aufnahme an. Boah. Ich bin ein bisschen Angst. Mac, ich bin's. Fick dich, Chen. Ja, okay. Hör einfach zu. Du musst unbedingt die Explosion abblasen. Ethan ist im Sprengungsradius. Scheiße. Er könnte dabei draufgehen. Was zum Teufel stimmt nicht mit euch? Er hat sich davongeschlichen. Wir sind jetzt hier oben und versuchen, ihn zu finden. Mac, bitte. Okay, ich bin dran. Wir stoppen die Sprengungen. Fuck, du hast keine Ahnung, wie tief ich deshalb in der Scheiße sitze. Danke, Mac. Spar dir das, ich mach nur meinen Job. Ja, ich hab doch gesagt, Mac ist kein Arschloch. Sie haben ihn ignoriert. Das ist echt abgefuckt. Du weißt, dass es übel ist, wenn Mac sich als der Gute herausstellt. Alex. Alles okay?
Wir kriegen sie dran. Versprochen. Was soll das denn? Es ist alles egal. Es ist alles scheißegal. Er ist tot, verdammt. Boah, diese Soundprobleme, die. Das heißt, es ist viel zu laut und jetzt wieder viel zu leise. Irgendwie kriegt das Spiel nicht hin. Ich muss mir das nicht geben. Stimmt. Ich sollte ihr nachgehen. Wir sind dann unten, okay? Naja, irgendwohin musste er die Wut von Charlotte wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob die Situation anders gelaufen wäre sonst. Frustrierend. Im Moment zählt nur dieser Wichser dran zu kriegen. Sie hat ein böses Wort gesagt. Auf dem USB-Stick finde ich, was ich brauche. Ich muss ihn unbedingt durchsuchen. Nicht den gebratenen Reis? Super wichtig für jede gute Ermittlung. Ein ungeklärter Fall und ein schales Bier. Danke, dass du so offen zu mir bist. Jetzt hätte Gabe sicher nichts dagegen, wenn seine kleine Schwester seine Sachen durch... Wenn das mit mir passiert, was passiert dann mit Charlotte? Aber gut, wie Life is Strange eine ganze Story rund um einen Tod bauen kann und auch die Auswirkungen auf das Umfeld des Toten zeichnet. Ja, vor allem, wenn das halt auch so Unfälle sind, hatte ich auch schon in meinem Freundesbekanntenkreis und das hat schon dann sehr krasse Kreise gezogen, fast schon verschwörungsmythisch tatsächlich. Gabes Anruf kam um 20.41 Uhr vom Satellitentelefon. Ich sollte mir den nächsten Anruf anhören und sehen, was ich rausfinden kann. Ich verstehe halt nicht, warum immer noch der Stick da drin steckt. Ich hätte alles rübergezogen und dann den Stick wieder raus. Das ist... So, was haben wir denn hier? Auf was nach 2041 passiert das hier? Lina, Diane hier. Wir haben ein Problem. Sie machen Witze. Ein Kind hat sich in der Nähe der Grube verlaufen. Wir müssen es verschieben. Lina, Haven ist ihr Gebiet, Diane. Es ist ihre Entscheidung. Ich weiß, dass ich sie nicht an die Risiken erinnern muss. Jemand könnte verletzt oder getötet werden. Das haben wir doch schon besprochen. Wer sich da oben aufhält, hat alle Warnhinweise ignoriert und trägt dafür die volle Verantwortung. Nee. Wir reden hier von einem Kind. Ich bitte doch nur um einen Tag. Wenn Sie die geplante Sprengung verschieben, riskieren Sie Rheas Entdeckung. Das wäre ein Risiko für die gesamte Firma. Rhea? Wollen Sie das? Nein. Nun, dann ist Ihnen ja völlig klar, was Sie zu tun haben. Melden Sie sich danach per Mail. Mach ich. Also dachte Typhon, dass Rhea, was immer es auch ist, es wert war, unser Leben zu riskieren. Hoffen wir mal, dass Dianes E-Mail Aufschluss gibt. Privatdetektiv HB. Bennett am Apparat. Hi, Bennett. Diane Jacobs hier. Lina sagte mir... Ja, hab ihren Anruf erwartet. Okay. Ich bin nicht sicher, was wir als nächstes tun sollen. Geben Sie mir alle relevanten Informationen zu den fraglichen Angestellten. Name, Telefonnummern, Adresse, Lebenspartner. Wir übernehmen den Rest. Verstehe. Kommen Sie einfach vorbei. Mein Sekretär... Typhon Minengesellschaft, Diane hier? Diane, hier ist Jason. Hallo, Deputy. Haben Sie gute Neuigkeiten für mich? Es sieht ganz so aus. Der normale Betrieb darf ab sofort wieder aufgenommen werden. Die Grube wird nicht länger als aktiver Tatort angesehen. Typhon Minengesellschaft, Diane hier? Hallo, Diane. Rory... Das ist die E-Mail, die Diane erwähnt hat. Also, was ist Rhea? Okay. Spannend. Was ist irgendeine andere... Boah, was ist das? Unvermeidbar und unver... Was? Der war vermeidbar. Was soll denn das? Uff. Okay. Von diesen Inspektionen scheint echt viel abzuhängen. Das ist so schon klar. Okay.
Wie schade, dass Typhon nicht alle Probleme mit Geld lösen kann. Wer hätte gedacht, dass mit einem Mord davonzukommen so bürokratisch sein kann? Alter, dafür hat Diane ihre Seele verkauft? Typhon Mining? Diane? Oh, hey Joe, wie geht's? Gut, richtig gut. Ich habe ja eine Liste mit vielversprechenden Kandidaten, die wir besprechen könnten. Es sind etwa 40 Namen. Gute Arbeit. Wann können wir die Liste durchgehen? Also, Diane, kann ich ganz offen sein? Immer. Naja, wir haben alle die Nachrichten verfolgt und... Also nach diesem Unfall da... Joe? Ich will mich bloß vergewissern, dass es wirklich Stellen gibt, die auf diese Leute warten. Mach dir bitte keine Sorgen. Wenn du qualifizierte Kandidaten für mich hast, habe ich Jobs, die ich ihnen anbieten kann. Gut zu hören. Wie sieht es Dienstagnachmittag aus? Um 3? Klar. Großartig. Dann bis bald. Bis später, Joe. Hoffentlich zahlt Typhon eine nette Abfindung. Typhon Minengesellschaft Brandon hier. Hallo, ich rufe für das Amt für Land und Ressourcen an, um die Inspektion für nächste Woche zu bestätigen. Ich leite Sie weiter an Diane. Danke. Diane hier? Hi Diane, ich rufe an, um die... Inspektion zu bestätigen? Richtig. Hatten Sie Gelegenheit, meine E-Mail dazu zu lesen? Hatte ich. Sieht alles gut aus. Freut mich zu hören, dann bis Donnerstag. Mhm, schönen Tag noch. Gleichfalls. Es muss sehr viel von diesen Inspektionen abhängen. Typhon Minengesellschaft, Diane hier? Hi Diane. Rose aus dem Rathaus hier. Hey Rose, wie geht's dir? Ach, um diese Jahreszeit ist immer viel los. Oh, komm zum Punkt. Moment. Ein paar Leute haben Fragen bezüglich der Erweiterung. Ich hatte gehofft, du könntest mir ein paar davon beantworten und ich leite die Antworten dann weiter. Ich helfe so gut ich kann. Wie lauten die Fragen? Eine Sekunde. Okay, die erste Frage. Wie viele Jobs werden durch die Eröffnung einer zweiten Grube geschaffen? Wir fangen mit 25 neuen Stellen an. Aber wir rechnen damit, dass diese Zahl im ersten Jahr auf 45 ansteigen wird. Moment, das muss ich mir kurz aufschreiben. Alles klar. Weiter geht es mit einer Reihe von Fragen zu Verschmutzungsrisiken, Wasser- und Luftqualität. Wie sieht es damit aus? Ich leite das gerne an unsere Umweltabteilung weiter. Sie werden sich mit den relevanten Fakten und Zahlen bei Ihnen melden. Alles klar, kein Problem. Zu guter Letzt wollen Sie noch wissen, ob mehr Minenfahrzeuge durch die Stadt fahren werden. Ja, unsere logistischen Anforderungen werden mit der Erweiterung steigen. Aber um die Lärmbelastung zu minimieren, werden wir uns ausschließlich an genehmigte LKW-Routen halten und natürlich nie nach 18 Uhr fahren. Nie nach 18 Uhr. Vielen Dank, Diane. Das waren erstmal alle Fragen. War mir ein Vergnügen. Einen schönen Tag Ihnen, Rose. Dir auch. Diane ist echt gut darin, so zu tun, als sei sie ein Mensch. ACFC hier? Wie kann ich Ihnen vorstellen? Läuft die schicke Chicken-Gutscheinaktion noch? Aber sicher doch. Cool. Dann hätte ich gern eine große Portion Spicy Nuggets. Hm? Okay. Warum höre ich mir das an? Riley, wie kann ich Ihnen helfen? Ey, Süße, ich bin's. Mac, hey, was geht? Ich habe Mittagspause. Du wirst nicht glauben, was Jamin heute Morgen mit dem neuen Dynamit... Ich bin mir nicht sicher, was den Teil hier angeht. Es ist Mac. Ist das Gabe? Hey, Mac, können wir später reden? Ich habe gerade zu tun. Neues Dynamit? Vielleicht das? Nach der Arbeit, ja? Warte mal, warum ist Gabe da? Okay, bis später. Ich liebe dich. Na gut, hätte sie auch besser antworten können. Hallo, neues Dynamit? Hallo? Lena, Diane hier. Lena. Das hatten wir doch alles schon. Hallo, Diane. Ich treffe Minengesellschaft, Diane hier. Hallo, Diane. Rory Prah. Ich arbeite für die Rocky Mountain Gesellschaft. Ich bin über mein Kleid gefahren. Ich habe morgen einen Artikel über den Unfall von letzter Nacht. Möchten Sie einen Kommentar abgeben? Ja, sehr gern. Der Unfall gestern Abend war eine Tragödie. Und das liegt ganz besonders daran, dass nur ein Anruf ihn hätte verhindern können. Ein Anruf? Könnten Sie das weiter ausführen? Aber natürlich. Typhon hat rund um die Uhr einen Sicherheitsmanager vor Ort. Ein kurzer Anruf von Herrn Chen an unsere 24-Stunden-Notruf-Hotline hätte uns gewarnt, dass sich Menschen in der Gefahrenzone befinden. Wir hätten sofort reagieren und die Sprengungen verhindern können. Besteht die Gefahr, dass noch andere Bürger Havens wie Gabe Chen verunglücken könnten? Auf keinen Fall. Solange Sie die Warnhinweise beachten, sind Sie in Sicherheit. Und sollte es einen Notfall geben, ist unsere Notruf-Hotline rund um die Uhr besetzt. Es besteht keinerlei Gefahr. Gut. Wir werden Ihre Stellungnahme mit abdrucken. Vielen Dank für Ihre Zeit, Diane. Einen schönen Tag noch.
Hier ist jetzt auch nichts. Wer hätte gedacht, dass mit einem Mord davonzukommen so bürokratisch sein kann? Und ich dachte, die Arbeit in einem Tagebau wird. Das Timing ist einfach zu gut, als dass es wirklich ein Zufall sein könnte. Von diesen Inspektionen, was auch immer Typhon vorhatte, es sieht so aus, als wären sie damit durchgekommen. Das ist die E-Mail, die Rhea wurde verdeckt ausgelöst. An diesem Abend gab es eine draufklicken müssen. Explosion? Was hat Lina gesagt? Ohne die geplante Explosion wird Rhea entdeckt werden. Trotzdem, so. Es war eine Ablenkung. Sie haben die Explosion, die Gabe getötet hat, ausgelöst, um eine andere zu verheimlichen. Deshalb konnten sie nicht warten. Wenn ich rausfinden kann, wo die Sprengung durchgeführt wurde, sag mir das vielleicht, warum sie so wichtig war. Das ist Rhea. Scheiße. Diese Karte ist zu klein, um zu sehen, wo es ist. Ich brauche eine Karte. Das ist der Ort des Typhon-Mineneinsturzes von 2008. Warum würden sie eine Explosion in ihrer jetzigen Mine auslösen, um eine in ihrer alten zu verheimlichen? Gab es nicht gerade erst Inspektionen in der alten Stätte von Typhon? Sie haben nichts abgebaut. Sie haben etwas begraben wollen. Spannend. Hey, wir sind am Ende von Kapitel 3. Perfektes Timing. Richtig gutes Timing. Die meisten haben Charlotte die Wut genommen. Wir sind ja hier in der Weltstatistik. Aber es ist recht ausgeglichen tatsächlich. Spannend, spannend. Man konnte Unkraut jäten. Ich habe das nicht mal gesehen. Ich habe das nicht gesehen. Welche 2% kriegen denn diese einfachen Kämpfe nicht hin? Oh, und die meisten haben tatsächlich den Troll getötet. Ja, das mit dem Einschläfer, ich habe irgendwie verballert, einfach mit dem Kerl nochmal zu reden. Ja, also irgendwie, keine Ahnung, was ich da irgendwie gemacht habe, dass sie eben gegangen ist, anstatt zu bleiben. Okay. Oh, und die meisten haben tatsächlich Riley nichts gesagt. Dann ist wahrscheinlich dann Riley auch noch zur Uni gegangen. Spannend. Nee, ich wollte es hier sagen. Cool. Dann hätte ich gesagt, sehen wir uns nächste Woche. Nächste Woche wieder. Am Donnerstag um 18 Uhr, wenn ihr Bock habt. Und dann spielen wir das vierte Kapitel von Life is Strange True Colors. Ich mache Feierabend, wir sehen uns an Weihnachten am Sonntag um 20 Uhr. Wir spielen Make It Meme, Gartic Phone, Scribble.io, worauf wir Bock haben. Keiner muss an Weihnachten alleine sein. Am 2. Januar macht die liebe Jenny eine Neujahrsparty, auch auf unserem Discord. Schaut da auch gerne mal rein. Ich bin über die Feiertage außer den ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag da. Deswegen, wenn ihr irgendwas habt, kommt einfach rum, schreibt mir. Ihr wisst, wo ihr mich alle erreichen könnt. Und ansonsten sehen wir uns eben zum nächsten Life is Strange Stream. Nächste Woche Donnerstag ab 18 Uhr wieder hier. Und wen ich nicht mehr sehe oder schreibe, einen guten Rutsch ins neue Jahr und frohe Feiertage.